Hallo, hallo, hallo zusammen und willkommen, ganz gechillt, zu einem neuen Podcast hier auf Couchtime. Ja, ähm, erstmal wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr euch das anhört. Direkt mal Kuss und Grüße gehen raus an die Leute, die sich das hier wirklich komplett bis zum Ende anhören, also... Respekt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde selber. <laughs> ob das ein gutes Zeichen ist, das ist ein anderes Thema. Ja, was soll ich sagen? Ähm, willkommen erstmal, wie gesagt, zweiter Podcast hier auf diesem Kanal. Äh, der erste ist tatsächlich relativ gut angekommen. Ähm, ich ist jetzt von den Aufrufen nicht so krass übelhart durch die Decke gegangen. Trotzdem mehr als gedacht. Und äh, auch laut, sage ich mal, Analytics haben da die Leute doch auch Sinn dran geblieben. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, deswegen, und es hat mir auch Spaß gemacht, es aufzunehmen, davon mal abgesehen. Deswegen werde ich das jetzt ab und zu mal nochmal machen. Wie gesagt, es soll nicht überhand gewinnen. Das auf keinen Fall. Äh, aber immer mal wieder so zwischendrin. Ich meine, why not? Ja, so, jetzt aber erstmal. Ähm, es soll gesagt sein, das äh, chillt euch hin, Leute. Gönnt euch, was weiß ich... Ein Bier, eine Cola, ein Fanta, Spezi, was auch immer, ein Wasser. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Energy Drink. Oh, ist das? Leute, das ist das geilste Geräusch, was es so gibt, keine Ahnung. So, erstmal kurz, ne? Prost. Ah, ja, das vitalisiert doch, ne? Ähm, ja, chillt euch irgendwo hin. Chillt euch auf die Couch hier oder aufs Bett oder wo auch immer das gerade hört. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, erstmal kurz vorab. Ich hatte ja eigentlich die Idee, dieses, diesen Podcast Couchcast zu nennen, aber bei der Recherche zu diesem Namen ähm, habe ich dann gesehen, es gibt schon einen Kanal, der heißt Couchcast und das sind halt auch Leute, die machen einen Podcast. Auf der Couch irgendwie. Was heißt, die machen keinen Podcast, aber die machen Videos und haben sich halt Couchcast genannt. Dann dachte ich an Couch Talk. Ne? Ist ja auch sehr einprägsam. Couch Talk gibt es dann halt auch schon nicht wirklich einen Channel, der so heißt, aber schon mehrere, wirklich mehrere Formate, die genauso heißen. Und, ähm, also entweder vielleicht kommt ihr mit einer guten Namensidee um die Ecke, könnt ihr gerne Vorschläge in die Kommentare packen. Ansonsten würde ich es jetzt einfach mal momentan Couch Time Talk nennen. Ne? Couch Time der Kanal? Talk das, was hier stattfindet. Ja, und äh, heute seht ihr vielleicht schon am Titel und am Thumbnail eventuell, geht es mal um das Thema Marvel. Beziehungsweise das MCU, aber wirklich, im Großen und Ganzen wirklich Marvel. So, und ähm, das könnte jetzt ein Thema sein, wo ich mich extrem in Rage rede, mehr oder weniger. Oder vielleicht einfach, keine Ahnung, ich muss da mal meine Meinung mal ein bisschen zu rausgeigen. Ich denke, das ist, viele Marvel-Fans haben da, sind da momentan ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, Zwiegespalten würde ich es mal nennen. Ja, äh, und zwar, ich denke, ich werde den Titel so genommen haben. Äh, ja, Marvel lässt nach oder Marvel geht unter oder Marvel baut nur noch Scheiße, so nach Motto. Ja, ähm, kurz um auszuschweifen. Also, ne, Marvel bzw. das MCU gibt es ja jetzt schon sehr, sehr lange und es sind unfassbar viele Filme, die im MCU spielen und es sind auch in den letzten Jahren unfassbar viele. Filme die nicht im MCU spielen, die wirklich einfach ein Marvel-Standalone-Film sind. So jetzt zum Beispiel äh, Morbius war jetzt so der Fall, ist mir jetzt gerade mal so als nächstes Beispiel eingefallen. Und was soll ich sagen, äh, ich bin jetzt 25 Jahre alt und dementsprechend, ich kann ja gerade mal ganz kurz recherchieren, äh, MCU, Start, ähm, ja, 2008, äh, kam der erste Iron Man und damit der Startschuss für das jetzige Marvel Cinematic Universe oder wie es ja jetzt heißt, Marvel Cinematic Multiverse, so wünsche ich es richtig verstanden habe, äh, bedeutet, ich bin jetzt schon ein paar Jährchen dabei, diese Filme zu verfolgen und ich bin auch schon seit früher Spider-Man 1 äh, mit Tobey Maguire bin ich schon Fan der, Spy äh, der, der Marvel Filme. Allgemein Superheldenfilme, auch DC. Batman fand ich schon immer geil. Flash, Joker ist mein absoluter, absoluter Alltime-Favorite-Schurke. Ist DC, ne? so, Also DC und Marvel, den Krieg. Da bin ich auch immer wie so ein Scheidungskind, so. Steht so zwischen den Reihen. Irgendwie, verständlich, warum man sagt, Marvel ist besser. Verständlich, warum man sagt, DC ist besser. Aber irgendwie, ne? Ich, ich mach's wie Hannah Montana, the best of both Worlds, Ja, yeah, ne? Hannah Montana-Fans da draußen, ne? Ja, Mann, das war auch eine Phase damals, können wir mal drüber reden. <laughs> ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin ja jetzt schon, wie gesagt, ein paar jäschen quasi mit Marvel-Filmen oder MCU-Filmen äh, aufgewachsen, groß geworden, bin gereift in meinem Leben, was weiß ich, wie man es nennen will. Und es sind sehr viele gute Filme dabei gewesen. Also, wenn ich nur dran über, äh, wenn ich nur dran denke, also... Abgesehen davon, dass fast jeder Iron Man-Film Iron Man 3 lässt ein bisschen nach, okay. Aber Iron Man-Film, geil Der erste Avengers, oh mein Gott, den Film habe ich so oft gesehen. Ich weiß gar nicht wie oft. Sehr, 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 sehr oft. Äh, Alle anderen, die kleineren Filmprojekte, Ant-Man, war super lustig, super gut. Äh, die Torfilme. Der erste Tor war jetzt nicht so meins. Äh, aber. Tor an für sich, lustiger Charakter, ich fand äh, Dark Kingdom sehr, äh, doch, Dark Kingdom fand ich verhältnismäßig sehr gut, ist ja eigentlich so ein Film, der in dieser, äh, in dem Marvel-Fandom nicht so gefeiert wird, äh, wie gesagt, Iron Man 1, gut, der Unglaubliche Hulk zum Beispiel zählt ja jetzt mittlerweile schon offiziell ins MCU, aber ja irgendwie nicht, aber, ne, ist logisch, Hulk immer schon Fan gewesen, äh. Captain America 2 war ein super geiler Film. Age of Ultron, mein Lieblings-Avengers-Film tatsächlich. Aber auch, wie gesagt, Guardians, Doctor Strange, super Filme. So. Und bis. Moment, ich muss mal hier kurz ungefähr gucken. Ja, sagen wir mal. Bis 2018. Mit der Erscheinung von Avengers Infinity War waren die Filme echt geil. Tor 3, übel durch die Decke gegangen. Wir hatten einen lustigen Tor. Wir hatten einen. Interessanten Tor und nicht so diesen, ja, ich bin Tor, ich äh, muss, ne, die Bürde und bla bla bla. Hatten wir nicht mehr. Black Panther ist gekommen. Äh, wie gesagt, sehr, sehr viel. Und Spider-Man wurde halt neu verfilmt. Stimme mal einen Schluck hier, äh, ...Schluck, Schluck, Schluck von meinen Energy. In den Kommentaren stand, ich soll ein paar Soundeffekte im Hintergrund einblenden. Ich habe jetzt leider keine Chips wieder da. Grüße gehen an der Stelle raus. Ja, nächstes Mal habe ich meine Chips wieder am Start. Ähm, äh, wo war ich? Achso, genau. Ja, und Infinity War kam und ich fand Infinity War krass, weil es komplett was anderes war. Es waren unsere Avengers waren getrennt, mehr oder weniger verfeindet durch Civil War, sage ich mal. Civil War auch ein super, super guter Film. Ähm, für mich ist zwar ein Avengers-Film, kein Captain America-Film, aber gut, das kann man sich jetzt drüber streiten. Und mit Infinity War, mit dem Ende von Infinity War war allen Marvel-Fans klar. Jetzt wird es Veränderungen geben und es war ja auch schon bestätigt, es werden einige Avengers, einige alte Avengers von uns gehen auf der Kinoleinwand. Und es waren die Diskussionen groß. Wer wird es sein? Und dann wurde gemunkelt. Okay, die haben ihre Verträge verlängert. Die und die haben sie nicht verlängert. Und am Ende war relativ klar, dass äh, zum einen. Robert Downey Jr. als Iron Man verschwinden wird. Und auch relativ klar, dass äh, Steve Rogers bzw. Ähm, Chris Evans raus sein wird. Das sind so die zwei, die auf jeden Fall im Raum standen. Bei Thor bzw. Halt Chris Hemsworth war es halt immer so, okay, er hat definitiv nochmal für ein paar Jährchen einen Vertrag unterschrieben. Und das fand ich halt damals schon ein bisschen schade, dass man das so schon rausgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Endgame kam, bzw. davor kam ja Captain Marvel, sehe ich gerade, ich habe Marvel war schon so der erste Einbruch. Ähm, aber Ä Ä Endgame kam. Und was soll ich sagen? Endgame äh, war krass. War ein krasser Film. War jetzt nicht vielleicht nicht der beste, aber episch. Bis hingegen. Emotional. Krass. Episch. Alles, alles war dabei. Und was soll ich sagen? Bevor ich den Film gesehen habe, ich war damals äh, Mod in einem Stream. Äh, also bei dem Streamer. Und <laughs> ja, da achtet man halt auf den Chat. Und... So, wie ich halt auf den Chat geachtet habe, zu der Zeit kam halt Endgame raus und ich wurde gespoilert. Herzlichen Glückwunsch, ich wusste, wer sterben wird. Spoiler Alert: Das ist äh, Black Widow und Iron Man gewesen. Ähm, dass Captain America mehr oder weniger sein verdientes Ende bekommt, beziehungsweise halt alt wird und an seine Zeitlinie zurückgebracht wird, das wusste ich Gott sei Dank noch nicht, aber das war mir auch mehr oder weniger egal. Ähm, ich muss sagen, ich war nicht so enttäuscht, dass es gespoilert wurde. Hat schon ein bisschen genervt, aber es ging. Äh, denn für mich war am Ende des Films der Fakt, dass ich halt immer noch mit der Art, wie diese zwei Charaktere von uns gegangen sind, übertrieben überrannt wurde. Ich habe hier gesessen in meinem Zimmer vor meinem Bildschirm und mir sind halt schon die Tränen gekullert, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch bei Serien und Filmen tatsächlich ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Ist auch mal ein Thema, was ich ansprechen werde. Vielleicht kennt es der ein oder andere, aber ich bin da wirklich. Weiß nicht, ob es vielleicht eigen ist, aber ich bin da ein sehr emotionaler Mensch. Wie gesagt, wird man Thema auch für den Podcast sein. Ähm, auf jeden Fall, nach Endgame war ich auf jeden Fall deprimiert bis hinten gegen, weil, ja, Iron Man mit einer meiner Lieblingscharaktere, Black Widow Whites nicht so krass, aber ihr Tod war halt schon irgendwie enorm heftig. So, und dann ging es weiter mit den guten Filmen: Spider-Man Far From Home war okay war aber immer noch voll auf der Last von Endgame getragen. Dementsprechend nicht so die Erfolge, wie man es dachte. Dann kamen so Filme wie Black Widow, die cool waren, aber ja okay. Chang Chi in The Legend of Ten Rings habe ich einmal gesehen, keinmal wieder. Auch wenn es ein an für sich guter Film ist, äh, passt halt jetzt stand jetzt und das muss ich jetzt schon sagen, stand jetzt absolut nicht in die Lore von MCU. Genauso wie Eternals. Spider-Man No Way Home kam bombastisch. Doctor Strange kam bombastisch. Obwohl man halt schon gemerkt hat, vor allem bei Doctor Strange, dass langsam aber sicher die Effekte ein wenig nachlassen. Oh, wir müssen auch eine Sache noch erwähnen, es kam ja sehr viele Serien. WandaVision, Falcon, Winter Soldier, Loki, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk. Komme ich gleich noch drauf. Ähm, dann kam thor and Thunder. Und ich glaube, da war für viele Marvel-Fans wirklich so der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, bis hierhin und bitte nicht weiter. Ich bin ehrlich, ich kenne keinen, der gesagt hat, Tor and Thunder ist ein guter Film. Ich kenne vielleicht, die sagt, gesagt haben: ja, da war schon so zwei, drei Stellen, die waren lustig, aber es ist kein guter Film. Black Panther, Wakanda Forever, genau das gleiche, denn und für mich aus einem tatsächlich besondererem besondererem Grund, okay, Zungenbrecher, Ich habe mir wirklich erhofft, es geht mehr um Wakanda. Weil dieses Wakanda Forever. Und was haben wir bekommen? Äh, absolut eine gute ähm, Respektzollen von Marvel an Chadwick Boseman, da, da er ja verstorben ist. Recipes an der Stelle. Dafür sehr sehr gut. Es war viel Emotion auf diesen Charakter, also auf äh, T'Challa gerichtet, dementsprechend halt auch auf Chadwick, was super gut war. Aber es der Schurke Scheiße. Das neue Black Panther war quasi abzusehen, wer es sein wird. Und äh, der Film hieß Black Panther: Wakanda Forever. Und ich habe in dem Film halt nicht viel Wakanda gesehen. Das hat mir so gefehlt. Abgesehen von den Effekten. Gehen wir jetzt kurz auf die Serie ein. Wonder Vision übel gut, übelst gut. Falcon and the Winter Soldier, eine bodengebliebene Serie, richtig gut, weil die wirklich kein bisschen abgespaced war. Klar, Supersoldaten-Serum hier und da, aber es war eine sehr, sehr neutrale, bodengebliebene Serie, die eine sehr gute Story auch hatte. Loki war sowieso brain, ne, also kopfverdreht bis hingegen, vor allem, weil er den Grundstein für die nächsten Phasen des MCUs halt gelegt hat. Hawkeye war okay, war solide, war eine schöne Story so für nebenbei. Moon Knight war an für sich super geil, aber hatte ich finde zu wenig Zeit. Miss Warble fand ich nicht so gut, weil halt auch, ich denke, es hat einfach wenig Zeit zum reifen gehabt. She-Hulk, ähm, war scheiße. <laughs> Entschuldigung, dass so sahen alle hulk fans aber es war scheiße. Von den Effekten. Die Besetzung war gut, auch die Story so an und für sich irgendwie toll. Ich, ich finde den Charakter Shihag auch gar nicht so verwerflich. Dieses dritte, vierte Wanddurchsprechen finde ich in Filmen immer super gut und in Serien. Aber jetzt mal, um auf die Serien kurz einzugehen. Das Ding, Wondervision und Falcon hatten schon eine runde Story. Loki hat halt sehr viel aufgebaut, aber die anderen. Das Problem ist, man erwartet von Marvel beziehungsweise dem MCU bei den Serien ja einfach wirklich. Meisterleistung, vor allem nach... Also wenn Sie wirklich zum MCU gehören, wir hatten ja auch Serien wie der, Daredevil, Jessica Jones, Agent of S.H.I.E.L.D. Die ganzen Serien, die gehören ja nicht so richtig in diese MCU-Timeline. Und das ist auch okay. Die sind so wie das Arrowverse, die sind so für sich in ihrem eigenen kleinen Universum. Da ist halt alles... Also, die erzählen mehrere Geschichten und alle MCU-Serien, also WandaVision, Falcon, Loki, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, Shia, die versuchen... In ihren durchschnittlich, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Folgen versuchen die einen Film, einen MCU-Kinofilm quasi zu erzählen, habe ich immer das Gefühl. Das ist so dieses gezwungene, gedrungene, so viel Action, so viel Handlung, so viel Power in diese kurze Serie zu stecken, wie man in den ganzen Film stecken könnte. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel WandaVision, hättest du auch keinen vernünftig ganzen Film draus machen können. Da war das in dieser Serienform schon wesentlich besser. Aber ich sehe es eher das Problem bei Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk. She-Hulk zum Beispiel, die haben halt versucht eine komplette, eine komplette Charakterentwicklung, einen neuen, quasi komplett neuen Charakter in, in das MCU zu bringen und ihn so zu positionieren, als wäre er schon immer da gewesen. Und das innerhalb von vier, fünf Folgen, wovon drei Folgen absolut filler waren, die absolut unnötig und keine Ahnung, waren halt nicht so gut. Dann hatten wir jetzt auch sowas wie Werewolf by Night. Das war ja auch ein. War das komplett Länge? Ne, es war auch so ein kleines Special. Halloween Special, glaube ich. War super cool, super lustig. Und auch das Guardians äh, Holiday Special. Ganz okay, aber halt auch alten Special. So, dann hatten wir jetzt Ant-Man and the Wasp Quantumania. Äh, da hat es genau das gleiche Problem. Die Effekte ziemlich, ziemlich miserabel. Die Story sind, ist. Sehr, sehr vorausschauend, die Schurken. Kangwood als krasser Schurke dargestellt und in diesem Film einfach direkt platt gemacht, was Marvel halt immer macht mit den Schurken. Guardians 3 habe ich jetzt noch nicht gesehen. Äh, soll ja ein sehr guter Film sein, aber so wie ich das jetzt rauslese aus den Kritiken. Kritiken? Betone ich das gerade richtig? Keine Ahnung. So wie ich das rauslese und raushöre, ist der Film nicht gut, weil es ein MCU-Marvel-Film ist, sondern weil der Film einfach gut ist und sehr emotional. The Marvels ah, hat jetzt schon so viel Kritik bekommen in dem Trailer, was ich nicht verstehen kann, weil Captain Marvel ganz okay ist. Das Problem an Captain Marvel ist, äh, das ähm, Scheiße jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt es nochmal? Ach nein, wenn man äh, eine Mary Sue, das ist ja also für alle die es nicht wissen, Mary Sue nennt man halt einen Charakter, der ohne viel Aufwand, ohne viel Training einfach alles kann. Das ist in filmischen wird das als Mary Sue genannt und das war halt Cap Marvel. Ähm, bei Miss Marvel, ich habe ihren Namen vergessen, ich weiß nicht mehr, und auch bei hier der, ähm, der anderen von Vision, ich habe auch ihren Namen vergessen, scheint es ja nicht so. Also Miss Marvel hat Miss Marvel hat ja irgendwo ihren Trainingsarg, sage ich mal, und auch hier die andere, obwohl die auch direkt mit ihren Fähigkeiten klarkamen. So und das Denke ich wird bei The Marvels interessant werden, weil es ja so wie es scheint, die irgendwie mit ihren Fähigkeiten klarkommen müssen, weil die alle zusammenhängen. Ich weiß es nicht, wie die Story da genau sein wird. Äh, aber ich denke, der Film wird nicht gut ankommen. Einmal, weil die Story sehr plump sein wird, denke ich, weil wir wie gesagt sehr viel Mary Sue Charaktere haben werden und auch einfach, weil ich gehe davon aus, dass sowohl der große Bösewicht uninteressant und langweilig sein wird, als auch, dass die Effekte nicht so geil sein werden. So, dann steht hier jetzt noch sowas wie Captain America, New World Order, Thunderbolts und Blade. Serien, die uns erwarten: ne? Secret Invasion, Echo, Loki, Staffel 2, Ironheart, Agatha und Daredevil Born Again. Über Phase 6 steht hier auch schon was: Deadpool 3, Fantastic Four, Avengers, The King Dynasty, Avengers, Secret Wars. Und ich sag mal, unabhängig von. Also, Loki Staffel 2, okay. Agatha, Coven of Chaos heißt ja. Heißt es nicht mal House of Darkness? Ach, keine Ahnung, ist egal. Und vielleicht Secret Invasion werden so Sachen sein, die gut ankommen werden, weil Loki freuen sich viele drauf. Agatha war ein Fan-Favorite-Charakter. Das wird sehr interessant. Und Secret Invasion sah nach einem sehr düsteren Marvel-Projekt aus. So, das sind jetzt so die Projekte, die jetzt so anstehen. Ich lasse mal Phase 6 mit Deadpool 3 und Fantastic Four und so erstmal außen vor. Ist halt noch sehr, sehr lange hin. Äh, das waren jetzt die Projekte, die wir haben, die wir bekommen werden. So, und wie schon gesagt, ab Endgame. Ab 2019, also, ging das Ganze echt ein bisschen bergab. So, und das fing oder fängt damit an, dass sehr stark die Effekte nachgelassen haben. Nicht nur in den Serien wie She-Hulk, nein, auch in den Filmen. Ich trinke nochmal einen Schluck von meinem Energy. Ja, schmeckt immer noch gut. So, nicht nur in Serien, sondern auch in den Filmen. Enorm stark nachgelassen. Da gibt es sogar mehr oder weniger einen Grund für und dieser Grund ist äh, schlicht und ergreifend der Druck. <laughs> der Druck von Marvel, also von Marvel Studios, die haben ja mittlerweile unfassbar viele Animationsstudios und ähm, es ist halt nicht so, als wäre da jetzt zum Beispiel eine Person, die diesen Film animiert und sagt, okay, das baue ich jetzt nach meinen Vorstellungen. Nein, da haben wir Personen, die animieren die Tiere. Die nächsten animieren die Umgebung, die nächsten das Wasser, die nächsten irgendwelche Partikel, dann kommen die, die, die quasi das ähm, Motion Capturing animieren und so und das sind alles verschiedene Studios, die quasi ihre Sachen animieren und plump wird das quasi zusammengeschnitten und packen das halt auf ein großes Bild und äh, wie sagt man so schön ne? mehrere Köche versalzen die Suppe und dementsprechend ist es halt auch jeder Fall. Man muss halt sagen, es ist sehr wenig, das haben auch sehr viele Marvel Insider gesagt. Ich muss mal kurz aufstoßen. Pff, warum? Kündige ich das an? Also ist ja hier. Ist ja, ist ja mein Ding hier. Ich kann hier so ins Mikrofon nur wie du nämlich Ja. Ähm, <laughs> nee, ähm, scheiße, warten wir doch äh, Doch, genau, Insider von Marvel, die da gearbeitet haben, haben auch gesagt, es wird sehr wenig geredet. Die Koordination da ist nicht so gut anscheinend. Was bedeutet, es sollen Sachen geändert werden. So schnell wie möglich. Dann setzt sich dann ein äh, Animationsstudio hin und animiert gerade mal ein komplettes Meer neu. Und wie gesagt wenn das eine Studio das animiert und auf die Art, wie es macht und das nächste das und dann legst du das übereinander, es kann halt passieren, dass es nicht 100% passt. Weil auch einfach die Zeit für fehlt. Und vor allem die Koordination und vor allem Kommunikation. So. Ähm, das ist auf jeden Fall der große Hauptgrund für die schlechten Effekts-Animationen. Weil Geld bekommen die von, von den Filmen gut. Und das MCU bzw. Marvel ist nicht arm. So, das Geld spielt da keine Rolle, sondern einfach nur Zeit. Und wenn ich jetzt hier nur sehe gerade, ich habe hier die Seite offen, wann die Filme erschienen sind, wenn ich jetzt so sehe, im Jahr 2021 sind 1, 2, 3, 4 Filme rausgekommen. Wenn ich jetzt gucke im Jahr 2019, 3, 2018, 3, 2017, 3 und so weiter, sind immer mindestens 3 so ungefähr fast jedes Jahr rausgekommen und ohne großen Lücken. Und da kommt für mich die gute Assassin's Creed, also meine eigene Assassin's Creed Theorie an Spiel oder FIFA-Theorie habe ich ja genannt. Mittlerweile schon auf Assassin's Creed angelehnt. FIFA bringt jedes Jahr ein Spiel raus. Jedes Jahr. Und bei FIFA ist es zwar jetzt noch simpel, es ist das gleiche Spielsystem, nur mit schönerer Grafik, neuen Spielern hin und her. Aber Assassin's Creed zum Beispiel hatte das gleiche. Jedes Jahr ein neues Spiel und du siehst, du konntest den Spielen beim Scheiße werden zugucken. Und das ist das Problem bei Marvel. Ich hätte kein Problem, wenn wir jetzt zwei oder drei Jahre nichts an Marvel-Stuff bekommen. Wenn wir jetzt wirklich zwei, drei Jahre komplett tote Hose hätten, sich diese ganz, das, das Wasser mal wieder akklimatisieren kann, vor allem auch, natürlich sind die, die an, also Ansprüche der Fans ja auch immer höher. Man kann auch einfach sein, dass ich sehr, sehr hohe Ansprüche habe und neuen Leuten das total egal ist. Klar, man muss auch immer differenzieren, die Leute, die den Film gucken und die Leute, die den Film analysiert gucken, so, okay, da siehst du so, da scheiße der Greenscreen-Hintergrund, oh, hier siehst du, oh, die Effekte waren scheiße, sehr verwaschen, bla bla bla. Für einen casual cooker ist es vielleicht sogar egal, da geht es halt dann mehr um die Story, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, aber so einen Jahr oder zwei oder drei Pause, wo sich die Fans nochmal runterkommen können, überlegen können, okay, komm, was... Interessiert mich wirklich bei dem Film, wo sich Marvel hinsetzen kann und sagen kann, okay, was genau müssen wir jetzt ändern, damit die Leute hier nicht abspringen, weil das wird früher oder später passieren, es ist mittlerweile schon dabei. Äh, einfach sowas, dass sich die ganze Situation ums MCU einfach mal akklimatisiert, es ist so viel passiert, allein durch Doctor Strange und Spider-Man No Way Home, es ist so viel passiert, was man erstmal verkraften muss, das sind Sachen wie... Yo, Toby Maguire und Andrew Garfield gehören jetzt offiziell ins MCU. Venom gehört jetzt offiziell ins MCU. Und, und, und. Das sind alles so Sachen, die muss man halt erstmal sacken lassen. Auch so, überlegt euch mal, wie lange wurde Thanos ins MCU eingeführt? Seit den ersten Filmen wurde Thanos stückchenweise immer mehr ins MCU eingeführt. So und Kang haben wir jetzt, Moment, lass mich mal kurz gucken. Loki wurde er quasi das erste Mal mehr oder weniger erwähnt. Dann Ant-Man and the Wasp. Und jetzt ist er halt da, so. Der ist halt jetzt in zwei Projekten angekündigt worden und ist einfach da. Und kriegt halt jetzt dann früher oder später entweder Loki Staffel 2 oder halt äh, Avengers The Kang Dynasty, kommt der halt. So. Und, keine Ahnung, das ist für mich so kurzfristig, so. Thanos wurde so immer leicht angetießt so ganz leicht gewürzt. Und Kang ist so hier die Suppe friss, so irgendwie nach dem Motto. Geiler Suppenvergleich, by the way. Ähm. Das ist so mit eines der Probleme. Die Fans wollen mehr natürlich irgendwo, weil ne, ja mehr, 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 Konsum, Konsum, Konsum. Und Marvel sagt, okay, hier bitte, bitte, bitte. Aber irgendwann merken die Fans halt so, okay, das, was jetzt kommt, ist scheiße. Was ist Miss Marvel? Was ist She-Hulk? Ähm, was ist, keine Ahnung, wie gesagt, äh, Thor Love and Thunder? Da merken halt die Fans, okay, vielleicht war es doch nicht so gut, mehr zu fordern, sondern einfach zu sagen, komm, haut mal nochmal einen Knüller raus. Ähm, wo wir jetzt dann aufs zweite Thema zurückkommen. Und das ist halt die Story. Äh, abgesehen davon, dass ähm, halt durch, oder was heißt durch, zum Beispiel in Tor Laugh Thunder, ähm, sehr stark das Thema hat mir im letzten Podcast leicht angeknackst, sehr viel Wognis mit eingeflossen wird oder einfließen muss oder soll im Sinne von äh, Korksrasse, Walküre und und, und. Ich Gesagt, Das Thema hat mich schon, was halt vielen Leuten aufstößt, weil es halt, wie gesagt, ein, mit einem Vorschlaghammer ins Gesicht geahmt wird und gesagt wird, hier akzeptiert es jetzt so, das ist jetzt so, auch wenn es vielleicht in den Comics gar nicht so war. Jetzt kommen vielleicht die einen oder anderen um die Ecke, die sagen, ja, aber in dem und dem und da und da war das auch so. Ja, kann halt sein. Aber keine Ahnung. Es stößt ja offensichtlich auf Kritik oder auf Leute, die sagen: Hier, Schiak ist ein cooler Charakter so an für sich. Aber warum muss man natürlich? Wie gesagt, ich habe es schon mal im letzten Podcast gesagt. Rechte für Mann und Frau, für jeden Menschen sollten gleich sein, keine Frage. Aber es war ja. <laughs> bevor ich die Serie She-Hulk geguckt habe, wahrscheinlich bevor sie jeder geguckt hat, wusste man, okay, she hulk wird unserem normalen Bruce Banner Hulk den Arsch aufreißen. Was war? Es ist passiert. Und das fand ich scheiße so, weil es ist ja okay, wenn sie stark ist und auch wenn sie eine starke Frau ist, keine Frage, aber muss man das halt direkt in der ersten Folge von she hulk so einen unter die Nase reiben? Muss man sagen, guck hier der alte männliche Hulk ist, wird jetzt ausgesondert, ist jetzt scheißegal. Überhaupt ist mir aufgefallen, die äh, Besetzung des MCUs wird von einer damaligen, also Avengers-Besetzung, sehr, sehr maskulinen Besetzung. Ne? Die einzige Frau war halt die Black Widow, die ja auch anfangs sehr, sehr sexualisiert wurde. Das muss man einfach mal so hinnehmen und es ist auch so. Und es hat ja auch sehr stark nachgelassen, was ich sogar sehr, sehr gut fand an für sich. Ähm, was halt jetzt in Richtung geht, wir bekommen fast nur noch Frauen. Der neue Hawkeye wird eine Frau. Der neue Hulk mehr oder weniger wird eine Frau. Der neue Iron Man ist eine Frau. Was ja, wie gesagt, an für sich jetzt, um Gottes Willen, ich habe kein Problem damit. Ähm, aber dann sollten die Charaktere, diese weiblichen Charaktere, auch realistisch geschrieben sein. Und wie gesagt, man möchte halt nicht so eine äh, Captain Marvel, Mary Sue, haben, die da als Boss-Bitch rumläuft. Wie halt bei She-Hulk es ja, gut gezeigt wurde in der ersten, zweiten oder dritten Folge. Ich weiß gerade gar nicht. Weil das macht den Charakter halt so, wie gesagt, dieses Gezwungene, dieses, okay, guck mal, sie, sie ist, natürlich ist sie stark und natürlich ist sie cool und sie zeigt jedem, wo der Hammer hängt. Das muss mir nicht ins Gesicht gedrückt werden, das kann der Charakter in der Story halt einfach zeigen. So, Wanda hat es ja auch geschafft. Wanda ist eine, jetzt so doof klingt, Wanda ist das best, be, be, best, beste Beispiel. Beste Beispiel. Sie ist dieses anfangs. Weinerliche kleine Mädchen gewesen und am Ende im Prinzip will sie nur eine Hausfrau sein, aber ist halt trotzdem der größte Motherfucker des MCUs und könnte fast alle Charaktere des MCUs mit dem Fingerschnippen wegmachen. Und das haben wir gelernt durch den Charakter und nicht weil gesagt wurde, guck hier, die lässt sich von niemandem was sagen, weil die ist halt eine Frau. Wurde halt nicht gemacht, der Charakter hat es uns einfach gezeigt und das war top. Hätten sie das mit Chia gemacht oder mit Captain Marvel oder auch Miss Marvel. Wär's super. Bei Hawkeye-Hamster hat's gut geklappt mit, äh, oh, scheiße, ihren Namen vergessen, dem neuen Hawkeye, der weiblichen hawkeye -In. Hat's auch geklappt. Die war anfangs total so, scheiße, scheiße, was passiert? Ich habe doch gar keine Ahnung, was geht. Training absolviert, bisschen hier und da trainiert und hatte dann auch mal geile Sprüche, hat trotzdem natürlich schon auf die Fresse bekommen. Sie steht ja auch noch am Anfang ihrer Karriere als Hawkeye, sag ich mal. Der Charakter wird sich auch gechillt gut aufbauen. Der Charakter ist auch super angekommen. Wie gesagt, bei Captain Marvel und bei Shylock hat es leider nicht so gut geklappt. Äh, klar, jetzt werden halt einige vielleicht aufschreien und sagen, oh, das ist doch natürlich ne? nur weil es eine Frau ist. Nein, es ist halt nicht, weil es eine Frau ist. So, ich kann auch den maskulinsten Mann haben in irgendeinem Film. So, was nehme ich jetzt als Beispiel? Was ich? Thor Tor, Tor 1. war Tor der der Hühne, der vom Himmel kommt, der der also in großen Anführungsstrichen der, der typische Mann, der richtige Mann. Ich hab ihn halt gehasst. Ich hab Tor 1 gehasst. Ich hab diesen Charakter gehasst. Ich hab gehasst, wie Tor ist. In Thor Ragnarok sitzt er auf dem Stuhl. Stan Lee will ihm die Haare abschneiden und er weint rum. Fand ich halt übel geil. Fand ich übel geil. So, und das ist das, was ich meine. Der Charakter muss nicht alle Klischees erfüllen, so die, die typischen Mann-Frau-Klischees, um Gottes Willen, absolut nicht. Aber er muss auch nicht diese Nicht-Klischees erfüllen. Das bringt halt auch nichts. Lass den Charakter Charakter sein. Das ist das, was. Ich glaube, sehr viele Marvel-Fans momentan nervt. Der Charakter soll durch seinen Charakter aufgebaut werden. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke schon. Es ist, wie gesagt, es ist immer so ein scheiß schwieriges Thema. Egal, was du sagst, du machst es halt eh nicht jedem Recht. Also du kannst es eh keinem Recht machen, ist auch gut. Äh, ich sag's aber ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe da meine Meinung und die wird mir auch niemand, sage ich mal, bunt reden. Ich lasse mich natürlich auch gerne da belehren, wenn jetzt einer ankommt und sagt, äh, hier. Nee, das ist das und deswegen ist es so und so richtig. Dann sage ich, okay, hast recht. Aber ich glaube, ich hatte es im letzten Video schon ange, äh, angeschnitten. Neue Hell, Hellraiser als Frau. Viele haben gesagt, wie, das geht doch gar nicht, bla bla bla. Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel mit Hellraiser zu tun. Ich habe den Film noch nicht geguckt, werde ich mal machen. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Und abgesehen davon, dass es auf der Originalbuchvorlage sogar eher in die Richtung eines weiblichen, eines sehr femininen Charakters als Hellraiser geht ist es halt einfach genauso, wie es im Buch in der Vorlage halt war. Und das ist doch eigentlich ja nichts Schlimmes. Aber das sind so auf jeden Fall die zwei größten Gründe, warum wirklich das MCU halt einfach momentan den Bach runtergeht. Und ich glaube, Marvel versucht halt mit Ach und Krach, mit manchen Sachen, das immer wieder besser zu machen und immer wieder doch nochmal den Bogen zu ziehen. Aber... Und da müssen wir uns jetzt auch mal wirklich als Marvel-Fans die Frage stellen, was interessiert uns halt auch so bei Marvel? Ähm, ich für meinen Teil zum Beispiel, also so einen, als Beispiel so Chang-Chi, Eternals, hätte ich keinen eigenen Film für gebraucht. Das hat sich die meiste Zeit sehr, sehr äh, gedrückt angefühlt, weil das sind halt auch so Charaktere oder Gruppen. Vor allem, weil man muss jetzt auch bedenken, der durchschnittliche MCU-Marvel-Gucker kennt sich auch nicht mit den Comics unbedingt aus. Und für den sind dann die Eternals oder Chang-Chi. Ja, das ist halt irgend so ein Typ, der kämpft halt mit Ringen. Und das sind so Leute, das sind halt auch Superhelden, die halt die ganze Zeit, seitdem die MCU-Filme gibt, sich ein Scheißdreck für die Menschheit interessiert haben. Jetzt sind sie auf einmal da, weil jetzt ist die Kacke am Dampfen. Genau, deswegen, da sind sie jetzt. Und... Ich finde, die hätten da zum Beispiel Chang-Chi, Eternals, hätten perfekt in eine Serie gepasst. Schön, 10-Folgen-Serie. Perfekt, das wäre super geil gewesen. Und dann gibt es halt so andere Sachen, wo ich mir so denke: weißt du, da hätte man auch einen Film draus machen können, der Charakter hätte diesen Film tragen können. Und das wäre zum Beispiel Moon Knight, wäre so ein Charakter, der hätte einen Film allein richtig gut tragen können. Aber so, ich frage mich halt momentan so: wo sind die Prioritäten bei Marvel? Das ist so, dass, vor allem man hat keinen roten Faden mehr. So, damals war schon wirklich ein guter roter Faden. Klar, die Timeline war komplett für den Arsch. Aber es war trotzdem irgendwo ein roter Faden. Und momentan ist so die Frage, was passiert? So, ich habe Guardians, wie gesagt, Guardians 3 jetzt noch nicht gesehen. Aber ich bin mir sicher, es hat nichts mit den neuen Avengers-Sachen zu tun. Und da das der letzte Guardians-Film ist, ist dann sowieso die Frage, tauchen die Guardians überhaupt nochmal auf? Werden wir sie jemals wiedersehen? In welcher Form werden wir sie sehen? Das sind so Sachen... Das, wo will Marvel halt hin? So jetzt, keine Ahnung, auch jetzt, es kommt, soll ja Blade, wird ja neu gemacht, also soll der neu rauskommen, natürlich, äh, mit neuen Charakteren, verstehe ich nicht warum. Blade ist ein cooler Charakter, okay, gib ihm halt eine Serie, gib ihm halt eine Serie, keinen Film, äh, falls es überhaupt... Kann auch sein, dass es eine Serie wird, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube aber nicht. Ähm, deswegen, warum? So, keine Ahnung, das sind so Sachen, wo ich mich frage, gut. Marvel, ja, aber nein. Aber jetzt mal, unabhängig vom MCU, ist ja halt auch momentan sehr, sehr flaute bei Marvel. So was, also was hatten wir jetzt wirklich? Ich gucke gerade mal Marvel Filme. Was hatten wir jetzt wirklich effizient für Marvel Standalone-Filme, die halt wirklich. Nee, nicht Marvel Cinematic Universe, das soll weg. Ähm, so, wir hatten sowas wie. Was? Free Guy war von Marvel? Krass. Hey, Moment mal. Saw Spiral Marvel. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Ähm Was soll ich... Achso, ich bin hier auf alle Filme. Lol. Ja, guck mal, das allein das. Es gibt gar nicht mal so Marvel-Standalone-Filme zu gucken. Also du kannst hier quasi nicht andeuten. So, hier, gib mir Marvel-Standalone-Filme. ist alles unter MCU eingeordnet. Äh, aber wie gesagt, ich nenne jetzt nur mal, dass es mir halt so hängen geblieben ist, Morbius halt. So, Morbius ist halt so scheiße angekommen. Warum? Weil... Der Charakter halt irgendwie nicht so wirklich. Ich warte mal, ich muss das hier mal kurz suchen. Nicht MCU Marvel-Filme. Marvel-Filme, nicht MCU. Ich könnte auf Disney Plus gehen. Ich volltrottel. Ich mach das jetzt ich geh einfach auf Disney Plus, was ist das Problem? Ähm, ich bin hier nicht angemeldet. Perfekt, scheiß drauf. Äh, wie gesagt, Dings, äh, Morbius kam scheiße an, weil halt irgendwie der Charakter nicht so richtig gut ausgebaut war. Effekte waren sowieso auch wieder für den Arsch und wenn man sich dann ins, im Vergleich dazu so Filme wie zum Beispiel Blade, Spider-Man, der erste toby Maguire Spider-Man, Venom, ah hier habe ich eine Liste, genau Morbius war jetzt so der ja letzte echte als großartiges Beispiel für gute Filme, für gute Marvel-Filme ist äh, die 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 ähm, wie heißt wie nennt man das die Miles Morales Spider-Man-Filme also Spider-Man and New, A New Universe und äh, Across the spider Spiderverse und so. Das sind super gute Filme. Super gut. Klar ist dieser Comic Style, der ist halt nicht für jeden was. Das spricht soll halt vielleicht auch eher jüngere Leute mit an. Aber die waren super geil. Äh, Venom 2 ja, ging so. Aber jetzt sehe ich auch gerade sowas wie X-Men und New Mutants, New, Mut New The New Mutants war ja auch wirklich so das letzte X-Men, also Mutanten-Marvel-Projekt. Und meine Frage an der Stelle: Warum Marvel? Ihr habt X-Men. X-Men ist so eine gute Serie gewesen. Ihr habt zwar sehr viel die Timeline gefickt und hier auch da und mit Logan einen sehr sehr scheiß Abschluss bezüglich Wolverine gemacht, ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich: Ihr habt mit den jungen Schauspielern noch so viele Möglichkeiten. Da könntet ihr so viele gute Filme noch mitmachen. Und keine Ahnung, auch wie gesagt, jetzt zieht die Spider-Man Across, also Spider-Man, Spider-Verse-Animationsfilme. Wie gesagt, auch super geil und da hoffe ich, es wird auch einfach mehr kommen. Aber das Problem ist, glaube ich, und das ist mit das größte Problem vielleicht sogar: Marvel baut momentan nur auf das MCU und ich, ich persönlich denke, das wird denen früher oder später das Genick brechen. Wenn jetzt nicht langsam mal wieder Marvel Standalone-Filme halt, die nichts mit dem MCU zu tun haben, die wirklich nur Marvel sind, dann uh, wird, wird schwierig, glaube ich. Weil, wie gesagt, so die letzten guten waren Animationsfilme. Ähm, so, das waren jetzt die letzten, die jetzt die letzten Jahre erschienen sind. Und wie gesagt, let Debbie Carnage war halt so la la. New Mutants war auch nicht der Bringer. War, finde ich persönlich, ganz okay. Hätte aber auch, oder hatte auch mehr Potenzial. Da wurde auch absolut nur die Hälfte des Potenzials ausgeschöpft, ähm, wenn überhaupt. Äh, und da ist halt, wie gesagt, die große Frage: Wo will Marvel hin? Äh, wenn sie sich wirklich jetzt dann komplett einfach fürs ähm, MCU entscheiden sollten, dann müssen sie da auf jeden Fall Gas geben. Im Sinne von zum einen wirklich Qualität, aber halt auch Quantität, beziehungsweise halt Story und Inhalt, weil. Das hat Shialk wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Es ist momentan bei so vielen Marvel-Filmen, also MCU-Filmen, immer die gleiche, abgeranzte Story. Es ist immer ungefähr der gleiche Plot. Marvel schmeißt seine, ich sag mal, guten Zwischenschurken, nenne ich jetzt mal so, weg wie sonst was. Wenn ich jetzt nur überlege, ähm äh, äh, was weiß ich so, muss man denken. Genau, wenn ich jetzt nur an Ant-Man Quantum Mania denke der Kang, den wir da haben, im ersten Film weggeschmissen worden. Im ersten Film! Im ersten Film! Thor, Love and Thunder, gore, war, ist ein super cooler Comic-Charakter, wurde, finde ich persönlich, von Christian Bale sehr, sehr gut umgesetzt. Viele mochten es nicht so, aber ein Charakter, der wurde einfach weggeschmissen. Spider-Man, äh, No Way Home sowieso. Das hätten die nicht auf einen Film begrenzen sollten, aber ich denke, da war viel Problem, denke ich, auch mit Sony, dass man da gesagt hat, okay, ist halt kacki, Eternals auch direkt weggeschmissen, da wurde ja mehr oder weniger irgendwas mit. Ich weiß gar nicht mehr, wie die. Grüße genau an den Autofahrer. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau diese. Hat auch was mit Moon Knight zu tun. irgend so ein Rittergedingse, was da ja kommen soll, äh wo ich übel interessiert dran bin. Aber bis jetzt kam da halt auch nichts mehr zu. Eternals hat 2021 in der Post-Credit Scene angedeutet. Ja, kam halt nichts mehr auch das halt da dieser riesige Eternal ne es war ja kein Eternal, sondern Celestial, ne? Steht da auf einmal, klaut da halt die das, das, das Mädel und verschwindet und seitdem nichts mehr. Und die fragen, die sich die Marvel Fans stellen, Dicker, da liegt ein riesen Celestial Körper, der vermeintlicherweise, so die Theorien manchmal aus fast Vibranium bestehen könnte oder zumindest Vibranium-Kern haben könnte. Liegt da mitten im Meer. Und es wird in keinem Film erwähnt. In keinem. Oder zumindest, das heißt nicht erwähnt, aber es wird auch einfach null drauf eingegangen. Weil die ganzen Filme so in ihrer Bubble gelebt haben. Spider-Man No Way Home in seiner Bubble. Doctor Strange Multiverse of Madness auch in seiner Bubble. Thor, Lord Thunder, Black Panda Wakanda Forever, Ant-Man, Quantumania, Guardians of the Galaxy. Und The, the Marvels wird es genauso machen. Captain America, New World Order, oh, gehe stark von aus, wird auch so sein. Die sind alle in ihrer ein, eigenen Bubble. Die machen jetzt so... Ich erkläre es anders. Iron Man 1 kam raus und wir wussten, okay, es kommt noch ein Iron Man. Dann kam Iron Man 2 raus. Der stand halt wieder für sich. Und mit Thor und Captain America war halt klar, okay, da wird, kommt was zusammen. Es sind dann nochmal zwei Helden. Alle Helden wurden, sage ich mal, mehr oder weniger vorgestellt. Und nach Avengers mit Iron Man 3 wurde diese Story weitergeführt. Tony hatte Probleme nach dem Kampf um äh, New York. Tor 2 kam, wo man gemerkt hat, Tor hat auch hier, ne, mit seiner äh, Freundin da, ist kaki gewesen, ne. Äh, dann Captain America, uh, the First of, Return of the First Avenger war schon wieder ein bisschen eigenständiger, aber da ging es auch sehr viel um Shield einfach. Die Entwicklung von Shield und, und, und. Dann kam Guardians, war wieder sehr, sehr alleinstehend. Age of Ultron war wieder halt ein Avengers-Film. Ant-Man dann auch alleinstehend. Schwupps in Civil War, Ant-Man ist da. Ist halt easy. Dann, ne, Film später, Doctor Strange hat wieder was Neues eingeleitet, Guardians 2, Spider-Man Homecoming hatte nach äh, Civil War quasi, war klar, dass das kommt. Und so weiter. Die Filme haben halt bis zu einem gewissen Punkt, bis Infinity War für mich halt immer in diese Richtung gelenkt, auf ein Ziel. Black Panther kam, weil wir ihn bei äh, Civil War auch kennengelernt haben. War klar, dass er dann einen eigenen Film bekommt. Es hat auch was damit zu tun. Weil viel Vibranium momentan halt auch im Raum stand mit Age of Ultron und, 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 und. Da war klar, dass eine Black Panther kommen wird. Infinity War, alle zusammen. Ant-Man and the Wasp war dann halt nochmal so ein Lückenfüller, muss man sagen. Genau wie Captain Marvel, für mich total. Die zwei Filme haben da nicht reingepasst und dann kam Endgame und dann war alles fertig. Und alles danach. Man merkt halt da, dass da diese Luft raus ist, sowohl im Film, weil da halt sehr viele Leute, sehr viele Menschen verloren haben, als auch bei den Fans. Und das ist halt. Keine Ahnung, wie gesagt, es ist schwer aufzuholen. Also, wie gesagt, das MCU muss sich auf jeden Fall äh, aufrappeln. Wie gesagt, zum einen von der Qualität her, zum einen von den Stories und auch von den Charakteren her. Wie gesagt, ähm, Loki Staffel 2 wird gut sein, weil Staffel 1 gut angekommen ist und es auch wieder um Ken gehen wird. Agatha, wie gesagt, absoluter Fanliebling geworden. Secret Invasion, weil es was sehr, sehr anderes sein wird. Echo, weiß nicht, ist ja was, glaube ich, mit dieser Taubstummen aus Hawkeye. Weiß ich gar nicht, warum wir die brauchen, ob es eine gute Serie sein könnte. Ironheart, glaube ich, wird komplett vor die Wand gesetzt, außer sie kriegen es wirklich in diesen Charakter interessant zu gestalten und keine Mary Sue werden zu lassen. Ja, und Daredevil Born Again, keine Ahnung. Für mich jetzt uninteressant. Für, ich war noch nie so ein Daredevil-Fan. Und wenn ich aber jetzt dann überlege im MCU Phase 6, allein, dass da Deadpool 3 in diese Phase kommt, äh, ist für mich so dieses Zeichen. Krass, Marvel hat doch schon gemerkt. Okay, Deadpool kommt immer gut an. Fuck, wir haben Wolverine weggeschmissen. Ach ne, scheiß auf, wir müssen den nochmal wiederholen, weil das gibt nochmal schön Klicks. Fantastic Four weiß ich gar nicht mehr, was die genau da machen wollen, weil wir hatten jetzt die Original zwei Filme, die ganz gut für sich stehen. Das unfassbar schlechte Reboot. Und was brauchen wir jetzt nochmal? Nochmal einen Reboot? So, also, puh, keine Ahnung. Also anstelle von Fantastic Four hätte ich mir dann glaube ich echt einen X-Men-Crossover gewünscht. Dort dann haben wir halt Kang Dynasty und Secret Wars. Und dann ist halt die Frage: <laughs> Kommt danach noch mal irgendwas oder ist, wird die Kang Dynasty, Avengers Kang Dynasty und wird Secret Wars irgendwas Krasses raushauen? So für mich, boah keine Ahnung, es ist sogar für mich schwer zu sagen, wie man das MCU wirklich vernünftig noch auf den richtigen Weg bringen kann. Also erstmal ich glaube, es wird erstmal sehr viele Cameos gebrauchen. Zum Beispiel, ich fand es echt schade, dass bei Falcon und Winter Soldier Steve kein wirkliches Cameo hat. Das war ja direkt, das hat ja mit seiner Beerdigung gestartet, was ich sehr, sehr schade fand. Ähm, es, es muss auf jeden Fall in irgendeiner Serie oder einem Film und da hoffe ich natürlich auf Ironheart irgendwie. Es muss ein Cameo von ähm, Tony kommen. Das wäre super geil, wenn Tony und wenn er nur als quasi neue KI für den Anzug von Ironheart gilt. Wäre super geil. Ähm, was natürlich... Das ist das einzige Cameo, was du so vernünftig bringen kannst. Irgendwie. Alles andere ist halt so. Ja, wie gesagt, Deadpool 3 wird für sich selbst stehen. Aber puh. Also wie gesagt, für mich, MCU wirklich effektiv krass retten, wäre auf jeden Fall weiter dieses Multiversum ausnutzen. Zu sagen, guck mal, es hat doch bei No Way Home geklappt. Wir haben die OG Spider-Man zurückgebracht. Und das hat die Leute, die haben es gefeiert. Bis zum geht nicht mehr. Das System weiterhin nehmen und sagen, okay, wir haben das Multiversum, das bedeutet, alle Marvel-Filme, die es gibt, alle X-Men-Filme, alle Fantastic Four-Filme, jeder einzelne Marvel-Film hat die Möglichkeit, im MCU gezeigt zu werden, weil es alles jetzt offiziell zu einem Universum kommt oder zu einem Universum gehört. Wir haben es ja jetzt auch bei ähm, äh, Into the Spider-Wars gesehen. Da wohl ja auch so viele Szenen oder so viele Einblendungen von verschiedenen Spider-Mans, die es halt gab, auch die ganzen Sachen mit hier Gwen Stacy und ne, Tod von, von den Lieben von Spider-Man und und un. Wenn die das alles hinkriegen würden, in einem Film auch sowas wie, ich verschwende das Potenzial und hoffe, wir werden es bekommen, der äh, Venom von äh, Tom Hardy Venom mit Toby, äh, mit Tom Holland Spider-Man, das, wenn die das nicht bringen, so verschwendetes Potenzial. Wie gesagt, klar, das ist immer die Sache. Sony hat da ja bei Spider-Man hauptsächlich noch die Finger mit im Spiel, was halt immer sehr, sehr kacki ist. Und sie Ghost Rider, aber auch Marvel, stimmt ja. Ghost Rider, die Filme übel gut, by the way. Absolute fan Favorite-Filme von mir. Aber wie gesagt, für mich ist, glaube ich, der große Knackpunkt echt, die müssen das Multiversum jetzt ausnutzen. Die haben jetzt die Möglichkeit. Alle Charaktere, die tot waren, von den Liebenden, äh, von, was? Alle Charaktere, die tot sind, von den Toten auch zurückzuholen. Zumindest für einen Film oder für einen Auftritt. Macht es bitte. Macht es. Es sind ja so viele Leute, die dran sind mit, ähm, Supreme Iron Man heißt der, glaube ich. Ne, Superior Iron Man, oder? Superior Iron Man, ja, Superior Iron Man. Wo ja dann immer die Theorie war, dass der von, ähm, Tom Cruise verkörpert werden könnte. By the way, wäre eine Top-Besetzung. Wäre eine Top-Besetzung. Aber natürlich, da wäre ein perfektes Cameo für Robert Downey Jr. drin. Und das muss Marvel jetzt bringen, glaube ich. Äh, weil sonst sehr viele Fans sehr, sehr schnell abspringen werden. Weil ich bin jetzt ehrlich, äh, wie gesagt, ich hatte, wenn ich jetzt überlege, damals bei Infinity War, Endgame, Kino und so weiter, Far From Home, äh, nicht Far From Home, äh, was war alles? Gucken. No Way Home, Multiverse of Madness. Äh, jetzt nicht im Kino geguckt, aber auch hier direkt bei Disney Plus sodass, gekauft, dass ich den quasi früher sehen konnte. Das waren alles so Filme, wo ich Bock hatte äh, auf diesen Film. So, und wenn ich jetzt gucke, was uns erwartet. So, Endman and the Wasp habe ich jetzt geguckt. Äh, nochmal, wo er jetzt auf Disney Plus kam, habe ich ihn nochmal angeguckt, mit meinem Vater zusammen. Guardians 3 ist jetzt schon draußen gar kein Interesse mit ihnen anzugucken. The Marvel, also schon, aber halt nicht jetzt dafür extra ins Kino zu gehen. The Marvels, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich auch nur gucken, weil es halt Marvel ist. So, ich trinke noch mal einen Schluck, by the way. Und ich denke, das ist gerade ein guter Punkt gewesen. Ich glaube, viele Marvel-Fans gucken diese Filme nur noch, weil es Marvel ist und sie sich halt als Marvel-Fan sehen. Ähm das ist nichts Schlechtes direkt, vor allem weil es nicht schlecht für Marvel ist. Sie kriegen ja trotzdem ihr Geld und das ist ja das gleiche, was momentan ne, die ganze COD, ne, Call of Duty Community oder äh, überhaupt Gamer Welt Community das Problem hat. Es gibt kein guten Spiel mehr, weil äh, die Leute sich halt mit dem zufrieden geben, was halt gerade da ist und quasi nicht sagen hier nein, ich gebe jetzt hier nicht mehr Geld dafür aus, ich warte jetzt, bis was Gutes kommt und... Uh, COD als Beispiel genommen, Activision hier, du kriegst kein Geld mehr von uns, leck mich am Arsch, bring ein gutes Spiel raus, dann bin ich bereit, Geld zu bezahlen. Das passiert nicht, die Leute geben weiterhin Geld aus, also muss Activision nichts ändern. Das gleiche ist bei Marvel. Die Leute gucken sich die Filme weiter an, ob die Filme scheiße sind am Ende, das ist erstmal egal, ne? sobald diese Einnahmen einmal da sind, hat die Marvel. Aber. Vielleicht sieht Marvel auch nicht diesen krassen Unterschied. Wie viele Leute gibt es, die sich Endgame zwei, dreimal im Kino angeguckt haben? Das sind zwei, dreimal Kinoeinnahmen für Marvel. Also, keine Ahnung. Die sollten sich da mal ein bisschen, weiß ich nicht, auf den Hosenboden setzen. Gut, man muss jetzt natürlich auch sagen, ein großer Aspekt von all dem Scheiß könnte natürlich auch Disney sein. Ne? Das dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Disney hat ja auch überall noch die Finger mit im Spiel. Weswegen vielleicht auch einfach viele gute Sachen verworfen werden, damit es auch vollem Family-Friendly bleibt, irgendwie. Aber wir haben sie auch mit Werewolf by Night gesehen. Es muss nicht sein. Es kann auch ein bisschen Power sein, ne? Ähm, aber wie gesagt, ich denke, dass echt viele Marvel-Fans einfach Marvel-Filme gucken, weil sie halt Marvel-Fans sind. Ist ja auch verständlich, um Gottes Willen, ich bin ja nicht anders, wie gesagt. Äh, aber sowas wie The Marvels, Thunderbolts, Blade. Wahrscheinlich auch Captain America, New World Order. Juckt mich halt nicht so sehr, dass ich sage, jo ich gucke es mir im Kino an. Hat ja schon bei Guardians nicht gereicht. Und bei ant man auch nicht. Und das ist eigentlich das, was halt einen Kinofilm, also einen Film in einem Fan halt hervorrufen sollte. Ich nehme jetzt mal Star Wars als Beispiel. Ich bin ein riesen Star Wars-Fan. Und ich nehme jetzt noch als krasses Beispiel meinen Cousin, der ist noch ein größer Star Wars-Fan. Ich kann mich noch dran erinnern, es war scheiße, welcher Star Wars war es. Star Wars. Ich muss gerade kurz gucken, welcher das genau war. Äh, die letzten. Nee, nicht die letzten Jedi. Der Aufstieg Cyborg. Das Erwachen der Macht, genau. Äh, wo das Erwachen der Macht rauskam, ist mein Cousin. Ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, er ist einmal in den Film gegangen, in Deutsch. Nochmal mit einer anderen Freundesgruppe in den Film gegangen. Und ich glaube. Er hat ihn sich sogar, ich weiß nicht, ob es im Kino war, aber irgendwo sogar nochmal auf Englisch, glaube ich, angeguckt. Irgendwie so war das. Ich habe der hat sich ihn insgesamt dreimal angeguckt, innerhalb von zwei Wochen. Und wenn Marvel das nochmal schafft mit vielen Fans, oder mit mir jetzt als Beispiel, weil ich denke, ich zähle mich zu einem der kritischeren Fans, wenn Marvel es schafft, dass ich wegen, angenommen, Avengers, The Kang Dynasty, die hauen die Trailer raus und du siehst, oh mein Gott, X-Men. Oh mein Gott, die Fantastic Four sind dabei. Und wir haben Cameos. Und wir haben hier einen Gastauftritt von dem und dem. Und und und. Wenn die das in den Trailers schaffen und ich dann ins Kino gehe, dann kann man schon sagen, Marvel ist an einem guten Punkt, weil bis ich ins Kino gehe für einen Film, muss der Film mich im Trailer schon echt, echt überzeugen. Und wenn sie es dann noch schaffen, dass ich mir den zwei, dreimal im Kino angucke, puh, dann ist der Film gut. <laughs> Ohne mich jetzt mal als krassen Einfluss oder so dahinzustellen. Ne? Ich bin da nur sehr, 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 sehr kritisch immer. Ja, wie gesagt, das ist das Problem und äh, deswegen sage ich, wenn Marvel so weitermacht, wird das halt echt immer schwieriger. Muss ja halt leider, was ist leider sagen, es fehlt auch halt der Konkurrenzkampf von DC. DC kriegt es ja auch nicht hin, seine Filme in die Reihe zu bekommen. Neuer Charakter hier, neuer Charakter da. Hier ein Scheißfilm, hier ein Film, der neu überarbeitet wurde, aber acht Stunden gefühlt geht. Und mit The Flash ist es ja momentan nichts anderes. Das ist ja so viel in der Kritik. Zum einen wegen Effekten, aber halt auch einfach. Und das, ja, bin ich genauso durch das Arrowverse mit Grant Gustin als Flash. Ähm, haben sie mit Ezra Miller halt keine Chance. Also Ezra Miller ist ein guter Schauspieler und ist auch gewiss ein sehr sehr guter Flash, aber Grant Gustin ist halt schon, boah, schon Top, also ist schon Top-notch muss man sagen. Ähm, und da muss ich auch sagen, DC könnte sich oder hätte sich, muss ich sagen, Flash ist die letzte Staffel draußen oder kommt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Arrow ist mehr oder weniger zu Ende. Ähm, Legends of Tomorrow ist glaube ich auch zu Ende. Supergirl, die ganzen Sachen, diese ganzen Serien sind halt jetzt ja mittlerweile zu Ende und das DC-Serienuniversum halt neigt sich halt auch dem Ende zu. Im Großen und Ganzen gesprochen. Aber hat jetzt halt auch Ewigkeit. Wenn ich jetzt überlege, boah, keine Ahnung. Arrow. Ne, warte mal, hier ist ein falscher Buchstabe. Arrow Verse... erste Staffel. Nicht Arrowverse. Erste Folge. Keine Ahnung. Äh, ich weiß gar nicht, mit welcher Staffel das Arrowverse genau angefangen hat. Das ist jetzt die Frage. Äh, auf jeden Fall es ist es ja sehr, sehr lang. Arrowverse. First. Äh, ja. Wenn das stimmt, die The Franchise begann mit Arrowbase und The Character in Arrow dubbed in Oktober 2012. It was followed by The Flash 2014, Animate Web, bla, 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 Wixen und und, und. Ähm, also Wixen mit V. Also 2012, seit 2012 bis halt jetzt ist das Arrowverse, die Serie, rein auf der Serienebene, so erfolgreich, dass ich die sie da glaube ich komplett drauf ausruhen kann. Äh, keine Ahnung, sie hätten das noch so lange weiter stricken können und haben aber auch da in der Serien oder in den Serien sehr, sehr nachgelassen, was äh, Effekte, Animationen und so anging. Also optisch wurde es auch immer schlechter. Aber, und das sehen wir zum Beispiel am äh, Anzug von Flash in Staffel 5 oder 6, keine Ahnung, wo dem sein Anzug super scheiße aussah, die ganze, ganze Fanbase geschrien, gekreischt und gesagt: Nein, Digga, dieser Anzug, alles, aber nicht dieser Anzug. Was macht DC? Haut den geilsten und besten Anzug eine Staffel später raus und alle Fans sind zufrieden. Und so einfach kann es gehen. Das sind kleine Details, die uns Fans auch glücklich machen. Und äh, das kriegt, das muss DC halt jetzt nur noch in der Filmwelt hinkriegen. Und da scheißen sie halt, wie gesagt, auch auf ganzer Tour rein. Es gibt jetzt keinen DC-Film, der ich, also den ich jetzt wirklich krass feiere, vor allem. Und das ist für mich ein riesig großer Punkt. Die ganzen DC-Filme haben diesen Uncanny, Uncanny valley effekt Das ist, um es kurz zu erklären, bedeutet, wenn was so hyperrealistisch zum Beispiel animiert wurde oder was heißt also wenn was so realistisch aussieht, aber zu realistisch quasi ist, dass es für uns Menschen unrealistisch wirkt. So zum Beispiel ein äh, android, ein sehr, sehr menschlich aussehender android. Wir erkennen, dass es sehr, sehr real aussieht, aber wissen doch irgendwie, es sieht zu perfekt aus, es ist zu gut. Bedeutet, wir können da also, wir fühlen uns mehr oder weniger schon fast unwohl. Und da das DC-EU, also das Filmuniversum, wirklich sehr, sehr krass auf Effekte den Wert legt und wenig auf. Ähm, also, es ist ja gefühlt alles animiert. Und das ist auch nichts Schlechtes an für sich, weil das halt gut animiert ist. So, die, ne, wie gesagt, Just League, vor allem, der Snyder's Cut, bombastisch, keine Frage. Aber du siehst halt in jeder Szene und die Szene kann so normal sein, wie sie will das hat halt diesen ganz speziellen Look. So, und ich, ich, ich persönlich, das ist absolut meine persönliche Meinung, da kann es auch sein, dass ich komplett allein mit mitstehe, ich finde die DC Film-Looks, vor allem jetzt auch zum Beispiel bei The Flash, wie der gleiche weitergeführt, wie bei, wie gesagt, Justice League, jetzt halt The Flash, war auch bei ähm, Suicide Squad und, und, und dieser... Boah, ich weiß nicht, es ist so ein boah, hyper animierter Effekt, der auf den ganzen Film liegt. Der macht es für mich so nicht so wirklich sehenswert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke wirklich, dass mir zu viele Effekte da sind. Ähm, wenn ich jetzt aber dann zum Beispiel auf sowas gucke wie ähm, mit Robert Pattinson, den Batman, da war es schon wieder was anderes. Der war super gut von der äh, Optik, auch Joker. Super gut. Ganz, ganz wenig Special Effekt, ganz, ganz wenig äh, Animation ganz, ganz wenig CGI. Und es hat sich besser angefühlt, weil es halt auch wesentlich realistischer wirkt. Und ich denke, das ist das, was DC lernen muss. Äh, klar, ein äh, krass gut animierter Flash, der durch die Zeit reist, die Zeit zurückdreht und sich quasi eine Explosion wieder nach vorne aufbaut, wo wir sehen, wie ein Cyborg quasi komplett pulverisiert wird, nur halt rückwärts ist übel krass. Klar, sieht übel heftig aus, wenn es gut gemacht ist auch, aber es geht auch, also in manchen Momenten ist halt weniger mehr. Das muss man halt auch immer sich denken und das ist, denke ich, bei DC ein äh, guter Weg, den die einschlagen könnten. Bisschen, bisschen runterfahren, weil, klar, die zum Beispiel Special Effects, das CGI in nimm jetzt mal The Flash der Serie, ist natürlich nicht krass und das, du siehst dass das Viele Sachen sind sehr, sehr schlecht damals, vor allem in den ersten paar Staffeln sehr, sehr schlecht äh, animiert. Und auch zum Beispiel so diese, wenn du da eine Zeitlupenansicht von dem Lauf hast, wie der Flash am Laufen ist, du siehst es, es, ist sehr komisch animiert und du erkennst, dass es animiert ist. Aber am Ende des Tages sieht es scheiße aus und es ist nicht so hyper animiert. Ich denke, das ist ein gutes Wort, hyperanimiert. Ich nehme es einfach mal in meinen Wortschatz auf. Ich denke, das werden auch vielleicht viele nachvollziehen können. Wie gesagt, das ist so eine Sache, die ich beim DC-Universum so ein bisschen schade finde, dass es halt immer voll gebombt ist mit CGI. Und das macht halt Marvel nicht, oder was heißt, es macht Marvel nicht, das ist auch viel CGI. Aber es sieht dann, bei Marvel sieht es halt einfach nur scheiße aus, aber halt trotzdem noch realistisch scheiße. DC und Marvel sollten sich da echt mal austauschen, glaube ich. Die sollten sich mal an den Tisch setzen und sagen: So, ey, Alter, DC, äh, hier, so Marvel sagt zu DC so: Ey, DC, sag mal, wie macht ihr denn eure Effekte so clean? Und dann setzt DC da so: Ja, das machen wir so und so und hier und da. Und dann sagt DC so: Ja, aber hey, Marvel, ganz ehrlich, bei euch sieht das alles so realistisch aus. Es sieht zwar scheiße aus, aber das habt ihr jetzt auch das Problem in, im Griff bekommen. Aber es sieht so realistisch aus und nicht so hyperrealistisch. Wie macht ihr das? Und dann sagt man ja, das machen wir so und so. Übel geil, muss auch mal ausprobieren. Und die lernen voneinander und beide Franchises Seiten werden top. Ende der Geschichte quasi. Ich trinke noch mal einen Schluck. Aber das wird wahrscheinlich nie passieren, leider. Ähm, bei DC kann man wie gesagt einfach nur hoffen, dass sie ähm, endlich mal ihre. Wo da sind sie ja, wie gesagt jetzt auf einem guten Pfad. Da haben sie ja, das hat schon mal ein Video gemacht, das ist auch irgendwo auf dem Kanal glaube ich. Dieser neue Plan von DC, der ist ja in Gange und der wird auch äh, gut umgesetzt. Vielleicht kriegen sie es damit echt mal auf die Reihe ähm, und bei Marvel ist es einfach, die müssen sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Vielleicht einfach nochmal wirklich Back to the Roots auf ganz schlicht irgendeine Comicvorlage richtig schön rauszupolieren und keine Ahnung, einfach auf Oldschool so ein bisschen was zu machen, so auf Back to the Roots halt einfach. Und definitiv auf die Fans hören. Und wenn die Fans sagen, wir wollen nicht viele ähm, Mary-Sue-Charaktere haben. Und jetzt hier nochmal für die Leute, die sich darüber aufregen. Egal ob männliche oder weibliche Formen. Das ist ganz wichtig. Wir wollen keine Mary-Sue-Charaktere. Dann macht es halt nicht Marvel. Dann... Keine Ahnung, gibt, gibt uns doch so eine Peter Parker Story wieder mal. Oder so eine Iron Man 1 Story. Gibt uns doch die Story, die wir brauchen. Im Prinzip ist unser Tom Holland Spider-Man, den wir jetzt haben, ist auch schon fast ein Mary Sue Charakter. Filmisch gesehen haben wir ihn nur gesehen, wie er schon gut mit seinen Fähigkeiten umgehen konnte. Erinnern wir uns an Andrew Garfield oder Tobey Maguire. Da ging der, die erste Hälfte des Films drauf in einem Trainingsarg quasi, Warum nicht bei anderen Charakteren auch so machen. So lass doch, keine Ahnung als Beispiel. Lass doch eine Miss Marvel oder ne, lass doch eine Captain Marvel, sage ich mal im krassesten Sinne, lass doch Captain Marvel wirklich erstmal ankommen. So lass sie doch erstmal ein paar Probleme haben und nicht so wie es halt im Film ist. Bam, ich bin da, habe meine Kräfte und ich bin direkt eine ich weiß direkt, was sie läuft. So bin halt ein Arschloch. So selbst Thor, der im ersten Teil, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ein übelster Mary Sue-Charakter war, der alles konnte, übel krass war, wurde dann natürlich zurückgeschlagen, dachte aber immer noch, er könnte alles und wäre der übelst krasse. Wurde in Tor 2 auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, ein bisschen. Und vor allem in Tor 3 wurde er uns gezeigt als jemand, der halt auch einfach mal schwach ist und einfach mal Schwäche zeigen muss und kann und soll. In Tor 4 war das Ganze dann wieder über den Haufen geworfen. Da war er wieder krass, aber trotzdem schwach und aber irgendwie einfach scheiße. Ich habe mich so oft über Tor 4 schon aufgeregt. Das ist, ich komme doch in die Hölle, denke ich. Aber keine Ahnung, das wäre so eine Sache, die ich mir für, zum Beispiel für äh, Ironheart noch wünschen würde. Obwohl wir da halt auch schon jetzt durch Wakanda Forever sehr, sehr... Boah, keine Ahnung, sehr... Äh, gebremst wurden, weil da konnte sie ja auch schon sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut. Aber vielleicht kriegen wir das in der Serie ein bisschen anders noch über... Also gezeigt. Das wäre natürlich super geil. Das ist, denke ich, wie gesagt, bei Marvel wirklich ein großes Problem. Also zum einen, CGI-Animation muss definitiv koordinierter ablaufen und besser. Dann sollen sie sich wirklich erstmal ein Jahr Zeit lassen für einen Film, der dann am Ende aber wirklich gut ist. Und Charaktere und Stories. So, das sind, glaube ich, so wirklich die zwei Punkte bei Marvel, die extrem viel ändern könnten. Ja, jetzt habe ich mich hier stundenlang über Marvel ausgekotzt. Und ich liebe Marvel, das muss ich halt sagen, ich bin ein riesen Marvel Fan, keine Frage. Es gibt Filme, die gucke ich mir tausendmal, es gibt Filme, die habe ich mir gesagt, einmal angeguckt und dann auch gar kein Bedürfnis mehr sie mir anzugucken. Aber im Herzen bin ich ein Marvel Fan und das wird auch immer so bleiben, DC aber gleich gleichermaßen. Nur äh es ist Halt als Konsument von Medien momentan sowieso sehr schwer, ob es jetzt die Medien, Film oder Serie ist oder auch das Medium Gaming. Die Konsumenten haben momentan echt ein schweres Leben. Es kommt sehr, sehr wenig Gutes und wenn was Gutes kommt, ist es oftmals halt nicht das, was für die breite Masse bestimmt wurde. Wie gesagt, wenn ich jetzt auf Filme gucke, ähm, wann hatten wir wirklich mal einen, den letzten guten Superheldenfilm? Oder so und ich frage mich auch, ich stand jetzt immer noch. Warum wurden nicht mal vernünftige, also Joe, mit Joe Garten mit zwar eine sehr gute Bösewicht-Verfilmung, aber warum nicht mal mehr Bösewicht-Verfilmung? Ich warte da halt einfach drauf. Einfach mal Bösewicht-Verfilmung, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich euch im Mund schon trocken geredet. Energy so fast leer. Ähm, ich denke, ich habe aber so meine, meinen Standpunkt ziemlich klar gemacht, sage ich mal, oder zumindest meine Meinung mal auf den Punkt gebracht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch weiter sagen soll. Ich habe mir jetzt hier keinen Timer oder so gestellt, das ist tatsächlich ganz passend, wie ich jetzt hier zum Ende gekommen bin. Wie gesagt, also, habe jetzt auf jeden Fall darüber geredet, inwiefern ich äh, finde, dass äh, Marvel sich verbessern könnte. Und inwiefern ich mir vorstellen könnte, dass DC sich verbessern könnte. Und am Ende des Tages müssen beide Studios, beide Publisher, beide Giganten. Das halt mit sich selber ausmachen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, vor allem jetzt aufs äh, MCU, bzw. auf Marvel allgemein bezogen, wenn Marvel nicht langsam mal nochmal einen Holzscheit in den Grill legt, wird das Feuer ausgehen und wir können kein Fleisch mehr braten. Boah, was ein dämlicher Vergleich. Ich habe gerade dran gedacht, wir haben heute gegrillt, deswegen kam ich gerade drauf. Aber ich denke, man versteht, was ich meine. Ähm ja. Einfach Marvel muss ich nochmal ein bisschen, ne? Kopf in der Hand nehmen und sagen, okay, komm, jetzt müssen wir hier gut raushauen. Und mein, das ist meine Sorge, dass so Filme wie, klar, The Marvels, Captain America, New World Order, Thunderbolts, Blade, Secret Invasion, Echo, Loki, Ironheart, Agatha, ne, hier Chaosgeschisse, dass das so Sachen sind, auch Deadpool 3 und ganz andere Scheiße, die sind ja alles schon in Mache. Und wenn ich jetzt sehe, was für Filme hier sind, die entweder noch in Mache sind oder vielleicht auch zum Teil schon fertig sind, aber das sind so viele Projekte, die quasi aktuell gemacht werden müssen, dass ich schon sagen kann, 50% davon werden halt wieder ein rein, also ein Griff ins Klo. Weil, das sind, wie gesagt, jetzt 1, okay, rechne mal hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Filme, die jetzt bestätigterweise kommen. Und sagen wir, von den 13 Filmen wurden 10, sind schon in der Mache. Das sind 10 Filme, die Marvel dann vielleicht gerade am Machen ist, oder zumindest schon zum Teil am Dran am Arbeiten ist. Boah, und keine Ahnung, da denke ich so. Und selbst wenn es nur fünf sind, selbst wenn es nur drei sind, an drei Filmen, an drei riesigen Blockbuster-Filmen und Serien zu arbeiten, ja, das kann ja nur in die Hose gehen. Ja, das ist so mein Gedanke dazu. Aber wie gesagt, äh, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, falls ihr natürlich jetzt noch dran seid. Wenn ihr jetzt noch dran seid, äh, boah, keine Ahnung, äh, schreibt einfach mal, weil ich hier gerade den Energy trinke. Schreibt mal Kong in die Kommentare. Ich trinke nämlich gerade einen Kong Strong. Hashtag keine Werbung. Schreibt mal Kong in die Kommentare, wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt geguckt habt. Kuss geht an der Stelle raus an jeden, der so weit geguckt hat. Wirklich. Keine Ahnung. Mir mein Gelaber jetzt mittlerweile eine Stunde irgendwas anzuhören. Boah, da musst du schon krass... Also musst du entweder sagen, ey heftig, dem seine Stimme ist übel gut zum zuhören oder das Thema interessiert mich aufs übelste. oder ich habe gerade übelste Langeweile. Aber auf jeden Fall äh, ist es für mich ein Großes Kompliment an die Leute, die wirklich bis jetzt dran geblieben sind. Also ne, an die gerne mal Kong in die Kommentare schreiben. Ne? Fände ich ganz lustig. Und dann gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema. Ähm, ich denke, Marvel ist sowieso so ein Thema, da kann man sich stundenlang diskutieren. Und wenn der Kommentar, den ihr schreibt, jetzt, keine Ahnung, ein halber Aufsatz ist, macht es. Ich lese mir das auf jeden Fall alles durch und werde auch darauf antworten, so gut ich kann. Weil das ist ein Thema, wo halt auch sehr, sehr viele Meinungen aufeinandertreffen, aber doch am Ende des Tages wollen die ganzen Marvel- oder sagen wir mal, einen großen Teil ne, Comic-, Film-Fans, wollen doch einfach nur gute Filme und das gibt es momentan leider weniger, deswegen denke ich, sind wir da alle auf dem gleichen Stand der Meinung und sagen, nein, hier muss ich was ändern. Ja, das war mein Wort zum Sonntag. Haha, <laughs> lustig es ist es halt ja jetzt Sonntag. Tatsächlich an dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, weil wir haben jetzt 1.27 Uhr tatsächlich. Und an dem Tag, wo ich es hochlade, ist es tatsächlich Sonntag. Haha, <laughs> das war nicht geplant von mir, aber okay. Im gleichen Atemzug, macht jetzt einfach mal Fun Fact am Rande. Das Video, Ezekiel vs. Sascha, es geht in die nächste Runde. Hat Stand jetzt schon 38 Aufrufe. Und für diese 38 Leute bedanke ich mich aus Herzen. Das Video ist jetzt, keine Ahnung, ein paar Minuten gefühlt online. Und äh, Danke. <laughs> Ich äh, kannst du immer wieder sagen, ich feiere diesen Kanal, ich liebe die Aktivität auf diesem Kanal. Ähm, und selbst wenn es unter manchen Videos vielleicht nur zwei, drei Kommentare sind, es ist, ist so oft hin und her gechatte und es, es macht einfach Spaß. Wirklich, es macht richtig Spaß, diesen Kanal mit euch, sage ich mal, mehr oder weniger zu führen, zu leiten und äh, zu äh, haben. Ja, das ist das Wort. So, das ist, es endet aber langsam, das Video, beziehungsweise der Podcast, es geht langsam in Richtung Ende zu. Zwei Ankündigungen mache ich jetzt noch und zwar, oder ein paar Ankündigungen, ich werde zwei Podcasts, die ich auf jeden Fall geplant habe, eins wird sein, ich will ein bisschen mehr über den äh, bald kommenden Five Nights at Freddy's Film reden, da auch ein bisschen die Lore mal kurz anknabbern, dann habe ich übel Bock, ähm, mal ein bisschen über The Walking Dead einen Podcast zu machen. Eventuell werde ich da für äh, einen Kollegen von mir, den lieben Lorenz, äh, wie gesagt, die, die den Gaming-Channel von uns kennen, zufällig, den, die werden ihn auch kennen und der ist ja auch ein riesen The Walking Dead-Fan. Äh, wenn er Bock und Lust und Zeit hat, werde ich ihn auf jeden Fall mal dazu holen, weil das könnte so sehr, sehr interessant werden. Äh, weil wir beide halt Riesen The Walking Dead-Fans sind. Und ich einfach gerne mal einfach nur ins Blaue reinreden würde. So wirklich einfach über manche Sachen. Einfach mal, es könnte auch sein, dass es ein kürzerer Podcast dann wird, äh, aber das wird auf jeden Fall kommen. Also es sind auf jeden Fall zwei Podcast-Ideen, die ich habe. Dann auf jeden Fall ein Thema, äh, dieses Emotionalität bei Film und Serien oder Film, Serien und Serien. Äh, das wird ein Thema sein, wo ich mich auch mal sehr, sehr auskotzen kann, weil ich das bei mir ein interessantes Thema zu beobachten finde. Wie gesagt, vielleicht mache ich da aus dem Podcast, vielleicht auch ein normales Video. Das, vielleicht mache ich aus dem Podcast ein normales Video. Also. Auf das gleiche Thema. Ich habe doch ja nächstes Thema und äh, ja auf jeden Fall wird äh, nächste Woche wahrscheinlich wieder mal ein The Walking Dead Turnier kommen ähm, und ansonsten, wenn jetzt die Woche nichts Großartiges passieren soll, dann auf jeden Fall das The Walking Dead Turnier äh, und ja sonst bin ich mir da noch gar nicht sicher, was ich noch so für Videos mache. Schreibt auf jeden Fall gerne mal ein paar Sachen noch mal in die Kommentare. Äh, ich habe auf jeden Fall noch genug Ideen. Das hatte ich ja beim letzten Video schon mal ange. Also im letzten Podcast schon mal angemerkt. Ich habe sehr viele Planungen, aber nicht unbedingt hundertprozentig Bock, manche Sachen jetzt umzusetzen. Aber vielleicht setze ich mich da mal dran. Ja, so, jetzt habe ich aber wirklich genug gelabert. Mein Mund ist schon trocken. Ich trinke jetzt gleich noch den letzten Schluck aus meinem Energy und dann lege ich mich auch mal, äh, begebe ich mich mal in die Waagerechte. Wie gesagt, Kurs an alle, die jetzt noch dran waren. Äh, ich bedanke mich sehr, sehr fürs Einschalten und. Ja, ihr könnt auch gerne mal äh, Themen in die Kommentare schreiben, über was ich vielleicht auch nochmal einen Podcast machen könnte. Und äh, ja, vielleicht habt ihr auch Ideen, was weiß ich, mit wem ich mal, also ob ich mal jemanden fragen soll, der ihn auch nie so spart ist, mit dem ich mal über Sachen quatschen könnte. Bin ich auf jeden Fall offen für. Äh, ja, genau. Jetzt ist aber wie gesagt genug gelabert. Äh, ich wünsche allen Anwesenden einen schönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir sehen oder hören uns natürlich dann im nächsten Video wieder. Aber ich bin jetzt bis dahin erstmal raus. Adieu und ciao.